Ihr wollt wissen, wie es um unsere Hilfsmittelproduktion steht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich habe mich tatsächlich mal dran gehalten, das zu tun, was ich versprochen habe zu tun. Nämlich jede Menge Zeug da unten hinbringen. Ist denn heute wieder so knarzig? Nee, egal. Das läuft hier alles. Wir haben dort vorne ein bisschen Beton, der gemacht wird. Wir haben dort Eisenplatten. Wir haben Kabel. Eisenstangen. Hat man halt immer so braucht. Da wird schön Plastik gemacht mit dem Gummi, das da irgendwie hier über Plastik auch wieder zu Gummi und dann Gummi und Gummi und Gummi und da vorne wird Öl und da Sprit, damit das Ganze auch funktioniert. Und hier haben wir Kupferbleche, die hoffentlich auch laufen. Jo, tun sie. Wunderbar. Das scheint relativ gut zu laufen hier. Also den Spaß haben wir hier schon mal alles soweit fertig. So, was jetzt anliegen würde, Öl liegt auch an, genau. Wir müssen so ein bisschen, ich würde jetzt mit euch die Rohre hier noch verbinden, uns Gedanken machen, wie wir den ganzen Scheiß da hochgepumpt kriegen, weil das reicht ja definitiv nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Was ist denn heute hier? Seltsam. Irgendein Kabel, das hier nicht will. So. Ja, dann schweben wir doch mal entspannt dort hoch. Und dass wir auch an die richtige Stelle kommen. Ja. So. Die Leitung könnte ich eigentlich auch nochmal färben, weil ihr habt alle gefärbt, nur diese nicht. Ja. So, müssen wir gucken, dass wir es nachher da vorne noch mal hinkriegen. Aber halb so wild. Hier sind so die Kleinigkeiten, die man noch zu tun hat. Machen wir das zuerst. Einmal die Leitung hier. Und dann, ich habe schon mal das Bauxit hier runtergebracht. Ja, ich glaube, bis dahin reicht erstmal. Den Rest mache ich dann wieder ohne euch. Soll ja noch halbwegs spannend bleiben. Wir machen die Pipeline Mark II, kein Indikator, genau. Von dort. Ja, wir haben als nächstes hier vor, hier mit dem AKW das mal richtig anzufangen. Das heißt, wir brauchen das Wasser. Ich möchte ja gerne meinen schönen Plan von hinten nach vorne durchgehen, damit ich möglichst gar nicht erst irgendwelchen Atommüll aufbaue, bevor das losgeht. Ne? Also, das heißt, wir fangen quasi mit einem Schredder an. Ja, sage und schreibe, 6 Plutoniumteile pro Minute verarbeiten muss. Hoffe, das kriege ich dahin. Müssen wir mal gucken, dass wir das alles mit so kompakt bauen, dass es da nicht so richtig Stress wird. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, genau. Jetzt ist der Teil, wo es wieder blöd wird, weil ich kann nicht schweben. Und ihr wisst, wie gerne ich schwebe. So, wir wollen erstmal. Nee, nicht. So wollen wir nicht. So. Und jetzt machen wir den Spaß hier auch eben einmal. Diese engen Stellen hier, die sind echt mies. Jetzt sowieso nachher spannend. Irgendwo werde ich wieder einen Rechenfehler haben oder bei mir nicht aufgepasst, wie ich das zusammenbastel.
Ja, dann nudel du mal. Aber irgendwo werde ich noch was finden, was so richtig mies ist. So richtig auf den Eimer bringen. So, so. So. Verdammte Kacke hier. So sollst du nicht sein und du sollst auch nicht so sein. Dann holen wir uns eben doch Strom hier hoch. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, von da nach da und von da nach da ein Rohr zu ziehen. Wir kriegen das schon hin. Echt jetzt. Oh nö. Warum willst du dich da hinten anschließen? Ich habe den hier. Danke. So, welcher war der andere? Das ist natürlich genau irgendwo mittendrin. Ich glaube, der dort. Dahin, danke. Ich habe jetzt nicht noch mehr, die hier fehlen. Nein, passt schon. So. Muss ich jetzt eigentlich nach jedem Rohr gucken, ob ich das auf der anderen Seite richtig angeschlossen habe? Das wird übrigens nochmal ein Graus für den Fall, dass das hier, dass da irgendwas nicht passt. Irgendeine Leitung, die auf einmal kein Wasser fördert oder so. Das haben wir ja auch schon mal gehabt. Dass Flüssigkeiten da auf einmal nicht gehen. Ich mir dann überlege, sich eine Leitung setzt. Am besten so genau mittig drin. Ich hab keinen Bock. Mach mal alleine. Guck mal einmal hier. Natürlich, mindestens eine. So. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich einfach von hier nach da gehe. Dann habe ich wenigstens von vornherein das Ding auf der richtigen Seite. Nicht falsch rum. So, was haben wir denn noch? Jetzt wird es wieder eng mit dem Strom kommen. So, wo ich mir den hingesetzt? Ah. Ja, komm. Den ziehen wir dann jetzt wenigstens einmal richtig. Wenn wir ihn schon hier oben haben wollen. Jetzt mal schön auf die Ecke. Können wir den wegmachen. Nehmen den mit. Bis. Na komm. Dorthin. Und dann machen wir. Nee, 9 ist das. Nee. Jetzt ziehen die alle von dort drüben hier rüber. Vielleicht kann ich mir, glaube ich, neues Kupfer holen. Ich glaube, wenn ich den ganzen Spaß da fertig habe, also, ja, was ist eigentlich da oben aus? 3260 von 4000. So, das läuft. Der andere mit 1200, das lahmt halt sehr. Das heißt, je nachdem, wo wir mit unserem AKW stehen, wenn wir fertig sind, oder wo wir mit dem Zeug stehen, wenn wir mit dem AKW fertig sind, so rum, würde ich sagen, gucken wir uns dann einmal an, wie wir den Dinger da vorne, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen, das sind die Magnetfeldgeneratoren, wie auch immer, wenn wir bei denen sind, also wie wir die dann einmal ballern können. Hä?
Ich Pfosten. Ein Stromkabel ist, also Strommast ist echt hilfreich, wenn er auch ein Kabel hat. So, jetzt gehen wir dorthin damit. Sehr gut. Diese Musik ist immer noch mega. So, kein Kupfer mehr. Aber auch kein Problem. Hier sortieren. Sortieren, alles nie. Wie sieht's denn hier aus? Du bist voll, du bist voll. Das ist schon mal gut. Da läuft schön rein. Muss mir eigentlich noch Gedanken drüber machen, was ist denn, wenn ich hier Zeug voll habe, weil das ist wieder so ein System, das darf irgendwie von andererseits, das ist ja ein Hilfssystem. Das heißt, wenn es voll ist, mache ich einmal Flush und dann läuft das wieder. Das ist ja noch nicht mal, ist ja nicht kritisch. Die Produktionsraten, die sind eigentlich auch relativ gering. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Ja. Du machst das relativ gemütlich bei euch. Das passt. Du bist voll. Jo. Sprit geht raus. Genau, das habe ich mir gar nicht nachgedacht. Wie sieht das mit dem Sprit aus? Der Sprit ist auch voll. Das ist bei dem letzten. Auch voll. Also, ne, Sprit ist nicht das Problem. Es wird wahrscheinlich am ehesten das sein, dass dann hier irgendwas aufhört und es da dann nicht mehr weiterläuft. Irgendwie so ein Kack werden wir da haben. Aber oh, meine Güte. Eben hat es ja immer. So, wir fliegen da hoch. So. Rohre. Nee. Passt. So, Kollege. Du da dran. Du da unten. Ist nicht mehr. Dann haben wir es auch geschafft. Wunderbar. So, was brauchten wir jetzt eigentlich für die Pumpen? Pumpen hatte ich ja mal irgendwann eingeplant. Produktion? Nee, das ist auch Logistik. Dafür brauchen wir Motoren. Das ist wieder das Thema. Motoren und... Was ist mit denen? Kann ich auch ein bisschen was von machen. Ich brauche aber viel, viel mehr. Naja, die lieber, weil ich glaube, da kriege ich auf die Höhe da hinten zwei Stück fertig. So. Jetzt ist die Frage, habe ich da vorne noch Motoren? Wir gucken jetzt einfach mal, wo wir ein bisschen was haben, was wir beiseite legen können und dann hier haben wir einen Motor. Hier. Ich hätte auch gar nicht so weit gehen müssen. Hier habe ich doch alles liegen. Wir können Kunststoff wegtun, solange. Das Zeug reinzukriegen. Ein Motor ist da. Habe ich jetzt in beiden so eine
Glauben wir aber nicht. Ach, sachlich. Nein. Da bin ich mal unschlüssig. Ja, für die Punkte, die ich brauche, reicht das. Darüber und gucken uns dann an, ob wir da Motoren haben. Und ob wir da noch von dem den Stahlträger haben, Stahlbetonträger. Irgendwie ist festgestellt, dass man so viel schneller ist. Ducken, einmal springen. Wahrscheinlich ist euch allen das klar und ihr lacht euch gerade ein. Wie blöd muss man sein? Ja, ich habe ein bisschen länger mitgenommen. Ist die Frage? Also wenn wir die nicht hier machen, dann müssen wir die halt die Sachen noch von hinten holen. Ich würde wetten, wir haben hier noch ein bisschen was drin. Nee, genau, die Teile haben wir sowieso noch drin. Nehme ich die vorsichtshalber mit? Ja, komm. Könnte man das zum... Oh, da sind die Motoren. Sag doch, wir haben noch welche. Nur noch das Zeug drin. Wie sieht es hier aus? Ja, da wird es wahrscheinlich auch nur noch. Ups. Hey, Motoren. Dann möglich einen anderen Kram. Da kommen wir nicht mehr weiter. Nicht weit mit. So. Das Problem ist, dass wir mehr hiervon brauchen. Die haben wir halt nicht. Okay. Dann müssen wir wohl doch mit der Bahn fahren. Noch da drüben eine Chance haben, aber da sehe ich auch schwarz. Also auf jeden Fall nicht genug. Jetzt haben wir 21, damit kommen wir nicht weit. Wir brauchen ja allein für die erste Pumpe 19 Stück. Also 100. Haben wir gesagt, was kostet so eine Pumpe? 4. Das bringt nichts. Drüben bauen wir nirgendwo Stahlbetonträger. Überhaupt so hier. Bauen wir hier Stahlbetonträger? Nee, die hatten wir bei den bei der Motoren- und Dingsbumsfabrik. Ja. Wisst ihr was? Wir machen heute eine kurze Folge. Ich besorge fürs nächste Mal die Materialien. Und dann würde ich sagen, sorge ich auch schon mal alles Mögliche für. Oh, Entschuldigung. Wir haben ja nämlich. Für AKWs, die können wir ja sowieso schon mal reinstellen, oder? Nee, besser nicht.
Also für die Produktion. Ich gucke, dass ich so viel wie möglich schon mal rüberbringe. Ein paar Container da aufstelle, wo wir den ganzen Spaß drin haben, damit wir nicht immer hin und her müssen. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen.